Hallo Freunde der Freiheit, es ist Zeit. Erinnert ihr euch noch an die Anfangstage des Internets? Es waren die Tage der Textzeiten, aber auch der Freiheit. 2005 waren eure Rechner zwar langsam, aber man konnte sich im Netz frei bewegen. Aber wie sieht die Zukunft aus? Eingeschränkte Windows-Systeme, eingeschränkte Zensurplattformen und Bevormundung sind schon heute Alltag. Heute 2019 sind wir am Beginn einer Konformisierungswelle verschiedenster Internetplattformen. Artikel 13 war der Anfang. Windows S und seine Monopolisierungspolitik werden uns neue Endgeräte liefern, die eher an deutsche Volksempfänger aus der Zwischenkriegszeit erinnern werden. Ja, wir können auch 2025 unsere Sendungen sehen. Wir werden auf YouTube die Sender der Großkonzerne bewundern und fleißig liken. Doch wir werden nichts mehr selbst tun können. Das Internet wird immer mehr zu einem Sender der Großkonzerne und des gehirngewaschenen Konformismus. Der Computer des Jahres 2025 wird schneller, besser und leichter als je zuvor, doch der Computer des Jahres 2025 wird auch ein Empfangsmedium, ein Konsumerzwinger, ein Röhrengucker. Es wird die Zeit kommen, da wird man sagen, das Internet sei das neue Fernsehen. Ja, es wird das neue Propagandawerkzeug der Konzerne sein und alle werden fleißig Klick-Klick machen, dann ist es zu spät. Eine Welle der Volksempfänger kommt. Adios.